Hey Leute, willkommen zurück. Hier ist sie wieder, eure Witch Bayonetta, bei einer neuen Folge von Bayonetta 3. So, also für dieses Chaos sind wir nicht verantwortlich. Nee, ausnahmsweise mal nicht. Ich habe gerade schön einen Vers bewältigt und jetzt bin ich mal gespannt, wo geht's denn jetzt noch lang? Noch ein bisschen Kohle einsammeln, klar, Jam. Oh yeah. Ein bisschen, naja, Kohle, ihr wisst schon, Blümchen einsammeln. Ah, hier haben wir erstmal den versteckten Vers, den wir schon durchschmulen gesehen haben. Oh, ein Herzteil, sehr gut. Oder ist das ein ganzes Herz? Okay, Zubehör, was ich nutzen darf, ist okay. So, dann mal rein da. Besiege alle Gegner. Ja, begrenzte Zeit, nur Schaden in Hexenzeit. Okay, und keine Folterangriffe. Geil. Nachdem haben wir sie doch kein Problem. So, erstmal hier schon am Anfang. So, ein Web. Trap. Ups, upsi. Alter, was kann sie denn alles? Gut. Ich hoffe, wir sind jetzt bloß keine neuen Gegner. Ich hoffe, das sind normale, große Gegner, die ich schön platt machen kann, ne? Sonst, ach komm, trainieren wir ein paar Kombos. Ich kann das ja so oft versuchen, wie ich möchte. Das ist gut. Vor allem will ich keine Verse mehr verpassen. Also, ich gebe mein Bestes jedenfalls. Oh, kein Dings mehr, um mich mal aufzuladen hier? Nee, keine Mondbaddusche? Na denn nicht. Besiege alle Gegner. Okay, die kennen wir ja alle, ne? Nur Schaden in Hexenzeit. Start, let's go! Ich weich also aus. Los, greift an, ihr Säcke, greift doch an. Hoppala. Na, nee, da war noch. Yeah! Na, Mist, in den, in den. Na, los, Kumpel, greift doch an. Wow, so nicht, Mann. Yeah! Boah, fies, ey, der macht richtig den Ching abgeblockt. Na, los, komm, visier doch mal an. Alter, boom! Und den heute ein bisschen abballern. Boom, 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 boom. Bisschen Damage. So nicht, Mann. Okay, Schaden ist okay, aber... Oh, oh, also ist noch einer. Wow. Ich glaube, ich muss mal den Großen ein bisschen ballern. Hier den Großen. Weil sonst macht er nämlich down und geht so nicht. Ach, verdammt. Ich hoffe, den Cleaner beschickt einfach so nebenbei, ey. Also, sie müssen schon angreifen. Danke, Mann! Gut. Warte mal, ist kurz. Voll fies. Ob das jetzt die letzten schon sind? Das greift doch mal an jetzt hier. Hä, ich weiche immer zu schnell aus. Hä, warum greift die bloß immer so kurz? Das gibt's doch nicht. So, jetzt mach doch mal down den Dicken, Alter. Yeah. Oh, oh. Komm, du bist der Letzte. Aber mach doch mal hin jetzt. Ja, greif an, Mann. Sehr schön. Kurz Angst gehabt. Aber gut. Vers 5 abgeschlossen. So, ist das jetzt ein Herzteil oder ein ganzes Herz? War ja so ersichtlich. Bin dem eben mal auch überrascht. Hä, hey, ich habe schon wieder irgendwo... Hey, achso, ach, ja, mir war ja noch ein Vers, was ich übersehen hatte. Da muss ich nochmal genau gucken. Ich dachte, das wäre der hier gewesen. Oh. Okay, alles klar. Hups. So, Belohnung. Her damit. Zwei. Okay, jetzt will ich nur ein Herzteil. Neuer Herzcontainer damit angebrochen. So, warum habe ich den jetzt schon wieder was übersehen? Oder war das jetzt schon wieder zu spät? Dass ich das irgendwie. Das muss ja davor gewesen sein, wo letztes Mal der Part aufgehört hat. Ja, hä? Ich guck nochmal. Ich mach nochmal. Uff. Bei netter Jump hier rum. Hey, warum sind die denn so gut versteckt? Richtig gemein. Der ihr komischer Rock, so richtig floaty, aus Haaren und Zöpfen bestehen. Der Design ist wieder echt, also... Der Design ist mein lieber Scholli, ne? Oder sag ich hier zwischendurch noch irgendwo hin? Hups, jups. Nach oben einfach. Boah. Okay, also wir kamen ja... von hier durch die Wand, ne? Also, oh, vielleicht habe ich Glück und ist einfach nur... da auf der Seite. Nee, da muss ich ja hin. Warte mal, ist das doch auf dem Rückweg noch irgendwo? Hä, hey, wo soll denn das sein? Kann man irgendwie doch nochmal die Häuser hochklettern, dass irgendwo auf so einem Hochhaus einfach was ist? Oder dich hier ist ein Vers. Die Gegner da hinten. Oder, nee, sind da überhaupt Gegner? Nee, ich glaube, wenn, ist hier schon wieder eine andere Vers. Das ist ja schon wieder so weit weg. Dafür muss nicht gegenlaufen. Swoo, swoo, swoo. Nee, wieso nicht, wann man wieder zurück darf? Ist das eine kaputtbare, machbare Wand? Nee. Ja, okay, sieht jetzt nicht so aus, als würde hier alles kaputt gehen. Hier ist schon wieder er hier. Ist schon wieder der Laden? Soll ich schon wieder einkaufen? Time, I got moving again.
Warte doch mal, Bayonetta. Soll ich irgendwas einkaufen? Habe ich inzwischen wieder mehr Sachen? Nee. Na wurde doch, ich habe jetzt genug, um mir diese eine Dinger zu holen. Komm, dann machen wir mal. Einfach aufgelegt. So. Alter, was ist denn los, hm? Bayonetta, was ist los? Genau hier, die Zügel des Zorns. Verhindert, dass Höllendämonen durch gegnerische Angriffe erzürnt werden. Ja, ne? Ja klar, halt mal her. Das andere ist ja echt für den Easy-Modus, den will ich nicht. Und das scheint mir auch keine Sachen hier zu vermiesen. Genau hier, ne? Hier negative Auswirkungen auf Kampfbewertung bei Schwierigkeit normal. Was ich ja mache, aber das hier hat nichts Negatives, alles klar. Tschüss, Wodan. Hast du einen dicken Prügel für mich als Waffe noch einen neuen oder ein Upgrade? Ey, wie traurig er geguckt hat, irgendwie, als wir jetzt gegangen sind. So, gleich mal ausrüsten. Ja, balla, ausrüsten. Halt, da war der falsche Ausrüstmodus. Wo ist hier der Ausrüstmodus? Swoom! Ich hab auch die geile Spinne dabei. So, Zubehör. Na, komm mal her. Zügel des Eroberers. Alles klar. So, nur zwei Slots. Warte, kann ich nochmal schnell zurückgehen und mal gucken? Das wurmt einen doch sonst nur. Wo soll ich denn hier was vergessen haben? Da war extra dieser komische, diese extra Kante, haben wir alles geholt. Kann auch sein, dass ich irgendwo einfach in irgendeine Ecke gehe und dann spawnen halt einfach Monster. So ein paar, wenn es auch nur zwei Stück sind oder so, ist ja dann trotzdem gleich, gilt ja als Kampf. Ach so, okay, ist doch alle zugeschüttet, okay. Ja, da habe ich es wohl verpasst. Das gibt's da wohl nicht. Das ist ja unfassbar. Das ist ja irgendwo, jetzt hier irgendwo in ein Gebäude rein oder so. Wisst ihr, dass man dann irgendwie so einen kleinen Tunnel noch hat? Und dann, hups, was ist denn hier los? Stört man gerade voll so eine Party? Nee, der war ja hier. Der war auch der, hier ist auch der Hinweis mit Blümchen. Ja, okay. Vielleicht sind die auch nicht so gut versteckt, wenn man einfach nur die Augen offen hält und halt nach, ja, wie die bei den Blumen gerade, ein bisschen Ausschau hält. Dass sie auf sich aufmerksam machen. Na ja, gut, ich merke mir das mal. Wir gucken später weiter. That voice. Das war doch Viola, oder? Und ihre Katze. At least Kitty's landed on her feet. Ey, man, dieser Hammer ist irgendwie echt cool. Der blockiert das ganze Bild. Der Hammer. Boah, wie er einfach ausatmet. Man sieht ja alles mehr. Ah, danke, Beine, dass du kurz weggepackt hast. Okay, also haben wir jetzt gleich wieder so ein multiversales Event. Also ich habe auch noch nicht den Frosch noch nicht gefunden, ne? Muss ich auch mal ein bisschen gucken. Ah, den würde man ja wenn hören. Ich hoffe, ich quatsch nicht drüber, ne? Kann auch wieder sein. Ah, ne, hier ist nur Geflüster. So, da hat auch wieder den Sturz hier auch bestimmt ein und dann komme ich nicht wieder zurück. Soll ich nochmal gucken? Hups. Geht hier auch wirklich nichts kaputt? Nee. In irgendwelche Wände? Nein. Glas ist schon kaputt. Nee, denn, boom. Aber dann mal den Bus gucke ich nochmal. Manchmal kann man ja in so einen Bus rein. Ah, nee, der ist jetzt zu groß. Ja, der, sie ist zu groß, immer noch. Nee. Na gut. Ich will auch ein bisschen mehr Action, Leute. Njum. Kann ja nicht immer nur... Alter. Okay, sieht irgendwie alles gleich aus, aber ist vielleicht bei Tokio so. Was? Boah! Boah! Alter, was ist denn der Mann? Asperatus. Schwere bestialische Taktikeinheit. Die machen wir down. Okay, schon anvisiert. Wow, okay, alles klar. Was ist denn viel riesig? Da muss ich doch meine Spinne mal zur Hilfe holen. Oh, okay, man sieht die Energieleiste. Der hat drei Energieanzeigen. Geil, oder? Richtig cool. Boom, boom, boom. Er hat hier einfach stoppt. Oh, mir hat Angst vor mir. Ich hab ja eigentlich schon gedacht, wow. Schon mit dem Prügel, Alter. Yeah. Komm. Man sieht ja nicht, aber Slash and Bash. This ends now.
wie eine Spinne torpediert. Scheiße, ich ball ihn ab. So, ich bin jetzt tot? Nee. Komm, wir nicht. So, boom. Boom, boom, wow. Alter, so, Nächen. Wir sind in der Ferne ballern. Ich glaube, die Spinne ist echt tot, oder? Alter, voll krass, ey. Den habe ich gleich, den habe ich gleich. Boom. Boom, boom. Boom, boom. Wie schnell der auf einmal down geht, ja? Oh, den habe ich auch. Oh, richtig schön mit Madama Butterfly. Eine reingehauen. So, Vers 6, alles klar. Ja, ich hab den mitgekriegt, sorry. Zum... eine goldene Ader hier. Ich ahne Gameplay, fieses Gameplay, geil auf der Spinne. Okay, warte mal, was kann ich machen? Zangenangriff, Schwanzangriff, monströses Netz. Boah! Okay, ausweichen geht auch. Ach ja, dann kann ich hier einfach runterspringen. Ich will nicht hier runterspringen, sondern Wand ja sowieso nicht. Okay, die krabbelt hier echt einfach an der Wand lang. Okay, monströses Netz. Jetzt muss ich aber echt mal gucken, ob sie alles kaputt macht. Weil die Kamera ist so nah dran. Ich habe echt Angst, irgendwie daneben zu jumpen oder so. Boah, die ist ja ein richtiger Skorpion, ey. Das ist ja geil. So, Kriechbombe. Bussup, bussup, bussup. Oh, achso, nach hinten hin. Okay, alles klar. Okay, sie kann ja, glaube ich, gar nicht sterben, glaube ich. Okay, gut, wenn ich da drin baller ins Netz. Zerslasht, zerslasht. So. Boah, wie die Kamera sich immer dreht. Ah, aua, aua, aua. Okay, warte, boah, guck mal, voll durcheinander, ey. Warum ist denn die Kamera so nah dran? Ich sehe ja nicht, wo ich hinlaufe. Okay, da unten ist irgendwas Krasses da unten, aber, Trap, yeah, Quoots, okay. Die klopft sie da einfach an. Okay, was ist hier anscheinend giftig, was ich denn aber auch wegmachen kann? Okay, alles klar, bam, boom. Was ist anscheinend nur für Punkte, oder wie? Oder habe ich ja schon was übersehen? Warte mal, da würde ich aber eigentlich gerne, kann ich den irgendwie nicht abballern? Boah, Alter! Ey, das ist ganz schön übel hier zu kontrollieren. Also, sorry, nicht wundern, Leute. Das ist hier ein bisschen... Oh, ich glaube, wir kommen da nicht mehr zurück. Nee, das alles... Das wird alle von der Riesenwolke verschlungen. Na gut. Alter, wow! Okay, spring darauf. Geht das? Ja. Ich weiß nicht, ob ich die alle kaputt machen soll, was das bringt, aber vielleicht ein paar Kombo-Punkte. Oh! Also, okay, also irgendwie aber mit der kämpfen macht irgendwie nicht so einen Spaß. Sie ist so komisch, die krabbelt so rum und. Oh, Scheiße, die Wolke kommt. Die Wolke kommt. Ja, ja, ja. Och. Menno. Was war das denn? Ganz komisch. Ich hab's doch gerade mal gecheckt. So, ausweichen. So, monströses Netz. Nee, Schwanzangriff. Boah, ich mach die sofort kaputt. Alles klar. Boah. Okay, weich mal aus. Weich aus und spring da hoch. Los. Ja, Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Jetzt ist eine richtig tolle Kameraperspektive, oder? So, okay, aber viel zu weit weg. Habe ich doch nicht gesehen. Zack. So. Und stich zu, meine Spinne. Hexenwerk vollbracht. Nimm auf, fass mal Marinas Rücken. Eine, warte. Oh, wuh. Er darf immer switch die... Er darf immer die... Ganz komisch, komisch, switch alle. Ich schicke hier gar nichts mehr. Das ist ein bisschen hektische Stelle hier. Das ist nicht so geil. Hä? Was, Alter, ich sehe überhaupt nicht, wo ich hinspringe. Die Kamera ist hier viel zu nah dran. Also, ganz ehrlich, richtig. Guck dir das mal an. Jawohl, jetzt, so. Kurz gucken. Schaffe ich dir da jetzt rüber? Ne, also, ich muss hier rüber. Okay. Boom. Hups. So. Ach, ja, je. Impressive artistry from a killing machine.
Aber schon krass, ihr macht so. So sehe ich schön viel. So ist toll. So sehe ich richtig genau, was ich mache und wohin und überhaupt. Boah, ist ja geil. Die werden richtig hier festgeklebt. Cool. Und dann fallen die wieder runter. Alles klar. Ja, okay, was ist jetzt tot? Nee. Schieß mal den Arm hier. Yeah. Oh. Mann! Das ist doch alles verrückt hier, ey! Wir müssen uns den Typen schnappen! Ey, der zerstört hier einfach die ganze Stadt. Darf der das denn? Bisschen ausweichen. Ausweichen ist irgendwie hochspringen. Aber richtig springen ist nochmal richtig schön hoch. So, mach aus dem Weg, Mann. Bam, boom. Aus dem Weg und trappen. Alter, sie ist richtig schwerfällig, ey, diese Vieh. So eine Spinne. So, hat die nicht eigentlich so einen schönen Faden oder so, den ich spinnen kann? Wow. Oh, nicht so weit springen, meine Güte. Was ist denn hier los? Oh, und sag tschüss, Mann, voll weg, ihr Stoch. So, ausweichen, wow. So, Kamera, danke. Zerslasht. So, da hoch, da hoch, da hoch. Oh, Quicktime-Events gefasst machen. Der hat ja doch einen Faden. Alter, wie dumm das aussah. Es ist ja richtig wütend. Oder warum sieht meine Spinne so komisch aus? Die ist so komisch rot und hat jetzt überall Stacheln. Werde ich eigentlich getroffen? Was ist denn hier los? Also, oh, man checkt hier halt echt gar nichts. War ja gerade ein Gegenstand. Einfach nur so eine Packung mit mitgenommen. Geil. Ich weiß nicht, ob mir die Wolken immer noch hinterherkommen. Oh, shit. Hier schützt alles ein. Ich geh einfach da hin. Oh, oder auch nicht. Oh shit. Alles klar, ich sehe alle Bescheid. Ich weiß Bescheid. Schafft. Ja, und tut. Hier fliegt das Auto durch die Gegend. So, raus hier. I enjoyed the ride while it lasted. Let's do it again. Und da ist sie auch schon wieder weg, unser Spinnenfreund. Vers 7 abgeschlossen. Alter, noch Silber. Get beinahe Bronze gekriegt. Okay, das war ja wild. Das war richtig wild. Aber irgendwie auch cool. Hey, was ist denn da oben? Eine schwebende Kiste? Ah, ne, okay, doch. Ja, so eine schwebende Kiste. Ja, klar, die schweben halt hier in den Spielen. So. Hä? Ah, okay, hups. So, das sieht optional aus. So, der guckt mir nochmal an. Und ja, Leute, war doch ein cooler Ritt hier mit der Spider. Würde ich sagen, beim nächsten Mal machen wir dann weiter. Mal gucken, wie lange das Kapitel noch geht. Wir müssen ja von dem Typen dann diese komische Gier da holen. Unbedingt. Das habe ich eigentlich falsch an. Wui, werden wir rausfinden. Yeah, und komm her, hier. Wow, wow, wow. Boah, ich kann nicht lange in der Luft schweben. Gut. So. Okay, Blümchen. Okay, aber wo sind wir denn hier? Immer diese komische Vieh. Wo soll man denn? Jetzt haben wir unsere Spinne nicht mehr, unseren Spinnenfreund. Aber haben wir noch unsere anderen Bedenkumpels. Hups. So, was ist denn hier irgendwo noch am Rand, ohne mal so ein Vers versteckt ist oder so? Lasst mich gucken. Die Musik war cool. Das war ein bisschen doof, ey, mit der Kamera. Also, das ist doof, jetzt nicht frustrierend, weil wenn ich irgendwie da runtergefallen bin oder so, dann war ich ja sofort wieder da. Musste jetzt nicht irgendwie nochmal von vorne alles machen, das war jetzt okay. Von daher nicht jetzt so frustrierend schwierig, aber wie gesagt, die Kamera ein bisschen blöd da. An der Stelle. Aber was soll's. So, was geht jetzt hier ab? Noch mehr Action? Hör ich den Frosch oder was knistert hier rum? Nee, Frosch habe ich jetzt auch nicht mehr drauf geachtet. Oh shit, okay, den machen wir noch down hier. Boom, 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 boom.
Schön mit dem Kussmund anvisiert, ey. Wow, Alter, so nicht. Ich muss aufpassen. Ey, wie sieht man die komischen... Warum, wie sieht denn die da hinten an? Okay, du willst von fern, ja, dann wird hier aus der Ferne zurückgeballert, Alter. Wow. Okay, ich sehe schon, man anvisieren ist richtig doof. Ball halt einfach den ab. Boom! So, ein Schuss noch. Hat richtig cool mit ihr da loszukicken, ey. Boah, was war das denn? Das war ja gerade cool. Jetzt kurz so einen Kussmund nochmal gemacht. Okay, yeah. So, danach können wir dann schön den Part beenden. Ja. Voll aus, sie lacht erstmal wieder. Okay, da wird sie bestimmt normal teilen. Aber ist ja nicht schlimm. Alter, wie sie richtig zuballert, Alter. Richtig cool. Wer kommt denn jetzt schon wieder? At last, someone with no strings attached. And what's your name, my furry friend? Enjoy teaching obedience. Oh shit. I'll have you rolling over in no time, Spot. Alter, anscheinend ein neuer Dämon zum Fangen. Wanderer im Zwielicht. Stride. Den war bestimmt, den benutzen wir da bestimmt, oder? Ach je. So, nee, ich einfach ausweichen. Too late, Alter, nicht zu late, hier ist einer da. Und Wirbel twisten, boom, boom. Oh. Alter, right on time, erste Linie ist down. Er hat noch nicht genug und der Mond scheint ihn zu stärken. Alter, ey, richtig krass. So, boom, boom, boom. Aber dieser komischen Tritt-Wirbel-Kombo, die hier die ganze Zeit spammelt, ist das echt krass schnell. So, den schnappen wir uns noch hier so. Und schon wieder my turn. Yeah, Mulut.
Oh, sehr gut. Alter, voll übertrieben, ey. Like you're ready for the leash. Now, why don't you sit for mummy? Hau lieber ab. Perhaps I shouldn't have rubbed his nose in it. Vers 8 abgeschlossen. So, okay, dann können wir jetzt aber den Part beenden, bevor wieder irgend so komisch ein Ultramonster kommt. Yeah. Wieder schön Gold. Puh. Ach, das war so ein ganzes Kapitel. Das ganze Kapitel 2 abgeschlossen. Cool. Sehr schön, Leute. Sehr, sehr schön. Oh, er gibt richtig wieder Cash en masse. So, ultra viel Damage. Ja, vielleicht kriegen wir da hin. Ich denke mal, später wird das ja nicht mehr so einfach, die ganzen Kapitel irgendwie angemessen abzuschließen. Ich glaube nicht. Na gut, dann geht's beim nächsten Mal weiter mit Kapitel 3. Vielleicht geht nochmal vorher im Shop gucken oder so. Werden wir ja mal sehen. Immer noch auf dieser Insel hier, ne? Aber okay, Leute, erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Part von Bayonetta 3. Ciao!